Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Cataclysm. Ja, schon lange kein neuer Part mehr zu dem Game. Es ist nicht vergessen, ich habe immer noch Bock drauf. Es haben sich ein paar Spiele fast schon leider Gottes ein bisschen dazwischen geschoben. Aber auch dieses Let's Play wird abgeschlossen versprochen, weil es einfach mega Laune macht. Und es gab oder gibt auch einen Anlass, warum ich überhaupt das Video hier mache. Und zwar ist Folgendes passiert. Es gibt ein neues Update. Ja, es gab einen 1,2 GB großen Update, glaube ich, hier auf der Xbox Series X war das. Und ich habe versucht, jetzt irgendwelche Update-Notes zu finden. Irgendwie habe ich da gar nichts gefunden, keine Ahnung. Mir ist aber persönlich aufgefallen, dass zum Beispiel jetzt hier im Hub gespeichert wird und solche Sachen. Also es wird wohl Bugfixes betroffen haben. Gehe ich mal stark davon aus, all solche Bugfixes, die man sich wahrscheinlich gewünscht hat. Es wird auch angezeigt, wann das Spiel jetzt speichert und so ein Kram. Und ich würde sagen, wir laufen einfach mal eine Runde los. Ich ziehe hier mein Naturset mal an. Hier Feuerwesen haben plus 1 plus 1. Ich spiele ohne Naturwesen, habe ich gerade gesehen. Da könnte ich den hier mal, ohne Feuerwesen. Da hole ich den mal mit, auch wenn er nicht so gut ist. Und dann kosten die uns auch noch zwei weniger Goldrunen, um die auszuspielen, die Naturwesen. Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal. Ich bin hier immer noch vor dem ersten Boss, habe aber schon ordentlich vorgefarmt. Hier sieht man das jetzt hier. Gespeichert, beenden sie das Spiel nicht. Ja, das scheint wohl auf jeden Fall irgendwie neu da am Start zu sein. Aha, was? Ich hab... Ja, und es, man sieht auch hier neue Einblendungen oder sowas. Das wird wohl Quatsch sein, ne? Weil das Spiel denkt, da bin ich irgendwie noch irgendwie am Anfang. Keine Ahnung, was da los ist. Wir starten einfach mal. Hier, der Walddrache ist am Start. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein Fehler hier, das mit dem Artefakt. War ja klar, wenn ich jetzt hier ein Video starte, dass dann ein Fehler passiert, ist ja klar. Ah, je. Okay, starten wir einfach mal. So, wir haben selbst jetzt hier unsere... Ah, sind das jetzt schon die reduzierten Kosten hier oben, weil die so grün dargestellt werden? Jo, ich würde sagen, wir starten einfach mal so. Und ich hoffe, dass das jetzt irgendwie klappt. Keine Ahnung. Ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr richtig im Spiel. Ja, sehen wir direkt halt hier leider so einen kleinen Fehler, der jetzt mit am Start ist. Ich glaube, das Zeichen hier hinten dran war ausweichen. Der hier ist Anführer und kann die Leute buffen oder sowas. Greifen wir... sie wird sich zurückwehren mit 5er Angriff. Wenn er ausweicht, treffe ich die anderen trotzdem. Probieren wir es einfach mal. Okay, ja doch, da treffen wir. Okay. Das war dann kein schlechter Move, würde ich sagen. Dann haben wir hier nochmal so einen Ausweichkünstler. Und dann würde ich sagen, holen wir hier den Buff-Kollege weg. Wunderschön, traumhaft. Und dann holen wir ihn noch mit rein. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass meine... Wir haben ja einmal die Goldrunen und dann die Sphären oder wie es heißt, dass die natürlich ausreichend sind. So, er wird sich einmal rächen können. Ja, das Ding müssen wir wegholen, auf jeden Fall. Und auch oben die Mücke, da holen wir auch weg. Hallo, darf ich nicht nochmal angreifen? Naja, anscheinend nicht. Okay, wunderschön, traumhaft. So, wer konnte da ausweichen? Du kannst ausweichen. Also greif mal an. Er weicht, oder genau, das ist Konter, das ist nicht ausweichen. Oh, keine Ahnung. Ich habe zu viel vergessen. Ja, ich denke, das mit dem Artefakt da, das wird dann in der nächsten Runde dann weg sein. Da wird das keine Probleme mehr machen. So, können wir noch irgendwas ausrufen? Wie war das mit den Kosten da? Holen wir mal den hier raus. Okay, 2 hat das jetzt gekostet. Ja, passt schon irgendwie. So, und der ist jetzt irgendwie wütend. Also es war eigentlich ganz gut mit dem Set da. Da habe ich eigentlich schon ganz gute Erfolge erzielt. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, was da alles so abgeht. Jo, anscheinend sind sie da dran, das Spiel da zu verbessern. Ja, ist natürlich jetzt schade, dass wir jetzt gerade schon so einen doofen Bug da am Start haben. Aber wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen Zufall sein, weil das Spiel vielleicht denkt, ich laufe jetzt hier im ersten Dungeon rum oder wir müssen gleich tatsächlich irgend so einen Holzstab aufsammeln und dann gibt es auch wieder Ruhe oder sowas. Weil, oder Moment mal, den Holzstab, habe ich den vielleicht schon irgendwie mit da am Start? Ich mache das jetzt einfach mal. Nee. Holzstab. Holzstab, wo bist du? Das ist ein Giftstab. Das ist Kristallstab. Seelenstab. Ich habe keinen Holzstab, oder? Ach doch, den da. Ja, ich habe ihn ausgewählt. Ja, nee, will ich aber nicht. Och, Spiel. Jetzt nerv mich doch bitte nicht. Ah, Mann. Ja, ist halt so ein bisschen ärgerlicher Kram noch. Ich denke mal, das ist in der nächsten Runde raus. Oder ich muss das Spiel leider wieder ein paar Monate auf die Seite legen. Ja, was ich natürlich doch schon feiere, ist,
dass sie halt hinten dran sind, da das Spiel stetig zu verbessern. Auch wenn es jetzt länger gedauert hat, bis man da ein neues Update gesehen hat. Aber ja, passt soweit. So, da oben haben wir so einen Wächter, dann haben wir einen Einspinner. Ich glaube auch die Zeichen sieht man jetzt deutlicher hinten dran, würde ich sagen. Auch grafisch könnte es sein, dass es leichte Verbesserungen gab, oder? Würde ich so annehmen. Kann schon sein. So, der rächt sich ja nicht. Den können wir schon mal Doch, der rächt sich. Okay. Alles klar. Warum rächen die sich immer alle? War das so gewesen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Gibt es immer einen Schlag zurück, wenn man sie nicht umnockt? Kann sein, dass das so war. Keine Ahnung. Also für Leute, die da irgendwie mehr im Game sind, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was sich da alles verändert hat. Ich weiß es leider nicht alles so ganz genau. So, den können wir schon mal umboxen. Ist schon mal geil. Dann können wir jede Stachler noch rausnehmen. Und 6er Angriff. Kann einmal ist das ausweichen? Ich glaube schon. Jetzt hier, komm, schlag mal zu. Weich aus. Yeah. Traumhaft. Wusste ich doch. Okay, und dann können wir den 10er Angriff hier auf die Schildkröte setzen. Ist die auch weg. Wunderschön. Oh, die Heilung. Oh, die Heilung, die sich oben auf den Tank da auswirkt. Das ist gar nicht geil. Wir müssen ganz dringend gucken, dass das Ding hier wegkommt. So, hier gibt es einen Racheschlag. Ja, den gibt es also immer. Okay, wusste ich schon gar nicht mehr. So, 11er Schaden müssen wir irgendwie unterbringen. Gepanzert Wut. Ja, das wäre geil. Oder hier sowas. Mehrere Gegner angreifen. Ich kann nicht mehr so viele Leute ausspielen. Ja, komm, machen wir das einfach. Ich hoffe, dass das jetzt irgendwie passt. Ist jetzt egal. So, hier den da. Kann noch jemand angreifen? Du, jo. Ich sehe leider zu wenig. So. Dann passt das ja. Jetzt können wir unsere Goldruhen weiter aufsammeln. Ja, und das war's dann. Also es kann jetzt eigentlich keine Probleme mehr machen, das Ganze. Wunderschön. Ja, eigentlich nach wie vor finde ich echt ein cooles Game. Was ein bisschen schade ist, ist, dass es jetzt anscheinend auch nach dem Update hier nicht 100% super sauber lief immer. So auf der Xbox jetzt hier. Das finde ich ein bisschen schade, weil es, wie gesagt, eigentlich ein echt cooles Game ist, das richtig Bock macht. Aber solche Sachen nerven dann natürlich auch ein bisschen. So, was haben wir? 6er Angriff. Können wir schon mal hier den Pilz weghauen. Dann vergiftet der schon mal keinen mehr. So, dann haben wir hier... Wenn ich den hier ausrufe, habe ich relativ wenig Schaden. Der kann aber Wut auswirken. Oder hier Dorn. Rufen wir den mal aus. Soll der mal so irgendwas machen da? So, 13er Angriff. Da können wir doch schon mal was weghauen hier. Sowas zum Beispiel. Ja, jetzt bin ich so langsam wieder im Game drin. Wunderschön. Ein Träumchen. So, hier können wir auch die Dornen auslösen. Greifen wir hier einmal an. Da gibt es die Dornen. Schön. Und dann warten wir. Oh, kann ich nochmal? Moment. Ich glaube, der kann nochmal angreifen. Ja, mach mal. Dann gibt es auch wieder Dornen. Wunderschön. Ein Träumchen. So. Dürfte normalerweise jetzt alles kein Problem mehr sein. Genau. Und jetzt hauen wir da alles weg. Und wunderbar. Traumhaft. Jo, ist schon ganz nice, das Set. Könnte noch leicht verbessert werden. Ja, so läuft es schon irgendwie flüssiger. Ich würde schon sagen, das Spiel macht einen stabileren Eindruck. Das mit dem blöden Bug da an der Seite nervt jetzt ein bisschen. Mal gucken, wie ich das wegbekomme. Wie gesagt, da vielleicht wirklich noch Items aufsammeln oder was auch immer da passieren muss. Du hast einen Inventargegenstand gefunden. Berühre einfach den Holzstab, um ihn aufzuheben. Ja, aufgehoben ist er halt schon hier. Wie sieht's aus? So, nee, mag er nicht. So, wir wollen natürlich weiter hier mit dem Giftwesen-Dingens da rumlaufen. Naja. Mal gucken, ob es gleich weg ist. Wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr da für Unterschiede seht. Aber es sieht auch echt sauber aus, aber könnte auch an der Xbox Series X jetzt liegen, keine Ahnung. So, was holen wir hier raus? Holen wir nochmal so die kleinen Viecher hier raus zuerst mal. So, der macht wie viel? 7 Damage. Können wir zumindest mal oben die Spinne wegholen. Oder hier der Anführer. Holen wir den Anführer weg. Sehr schön. Dann holen wir ihn noch raus. Der kontert immer. Auch schön. Machen wir den noch weg. Dann spinnt der schon mal nicht mehr rum. Und den weg. So, wunderbar. Und dann warten wir mal eine Runde, oder? Überlebe ich das überhaupt? Ja, doch. Hier gibt es mal Gift und eine Heilung. Oh nee, schlecht. Oh, schlecht. Ah, da sieht man es auch schön mit dem Heilangriff. Sozusagen Heilangriff 2 und so ein Kram. Jo, machen wir das mal. Gift. Und Dornen. Du heilst hier keinen mehr.
So, und dann haben wir, wen können wir, jo, holen wir den nochmal raus. Und dann kann der auch da einmal mitwirken. Vergifte ihn, sehr schön. Das ist natürlich sehr wichtig und stark letzten Endes. Jo, und dann können wir den auch noch rausholen und das war's dann. Das wird er nicht überleben können. Wunderbar. Ah, ich kann sogar nochmal angreifen. Sehr schön. Nochmal? Nee. Da gab es sogar noch ein bisschen Heilung. Also alles ganz easy. Ja, macht auf jeden Fall Bock. Ich muss es echt dann mal weiterzocken. Was mich echt genervt hat, war wirklich dieser Speicherbug. Ich weiß nicht, ob ich in den Folgen zuvor noch darüber berichtet hatte oder nicht mehr. Ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern. Ich habe mir jetzt die Folgen auch nicht mehr angeschaut. Das war wirklich nervig mit dem Speichern und was weiß ich. Das war richtig ekelhaft. So, da oben haben wir nochmal so einen Drachen. Kann ich eigentlich so auch aus dem Dungeon rausgehen? Hat das dann irgendwelche Nachteile? Ich habe ja den Schlüssel. Das Portal ist dann nicht geöffnet oder was? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Geist des Waldes, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das ist schlecht, das ist schlecht. Was kann das Ding? Das kenne ich gar nicht. Oh Gott. Oh weh, das ist wieder eine Folge, eine Monty-Style-Folge. Das David nix. Ich habe ganz üble Vorahnung. Vergifte ihn und stirb. Okay. So, der kann ausweichen hier, der Kollege. Und macht einen 6er Angriff. Da kriegen wir den Netzspinner da schon mal weg. Ach, wir haben noch den Heiler da unten rumrennen. Den sollten wir vielleicht auch mal wegmachen. Jo, holen wir sowas mal raus hier. So, kontert immer und Dornen und so weiter. Sehr schön. Wo ist denn der Konter? Hallo? So, zuerst mal hier der Heiler wegballern. Ein 4er Angriff ist ja eigentlich ungefährlich. Was kann der Geist? Kann der alle angreifen? Das wäre nervig. So, gucken wir mal, was passiert. Ah, okay. Der ruft irgendwelche Heiler. Das war das. Okay, alles klar. Wunderschön. So, da haben wir... Was haben wir hier? Jo, immer sowas noch raus. Dann gucken wir mal, dass das klar geht irgendwie. Greif ihn an. So, dann wäre es schon mal gut, wenn der weg ist. Oben, der wird durch den Giftschaden sterben. Und dich da unten kriegen wir auch weg. Wunderbar. Das dürfte es doch gewesen sein, so halbwegs. Macht irgendwie echt Bock. Macht irgendwie echt Bock. Ich hoffe wirklich, dass das Spiel jetzt bugfrei ist, sodass ich es ohne Probleme weiterempfehlen kann. So, ist das Portal jetzt nicht offen oder was war das? Ja genau, man muss alle Gegner vernichten, ne? Ja, dann sieht man auch gleich wieder, dass es im Hub selbst speichert. Und dann kann ich vielleicht das Spiel mal neu starten und gucken, ob dann das mit dem Holzstab da weg ist oder sowas. Dass ich euch das noch durchgeben kann. Jo, was ist denn hier los? Leute? Oh oh, oh oh. Oh, oh, und die weichen alle aus am Anfang. Oh, das ist schlecht. Ach du Scheiße. Was ist denn das bitte? Das ist gar nicht geil. Jo, mach mal eine Damage-Quelle auf jeden Fall schon mal weg, würde ich sagen. Die kleinen, wenn auch nur eine kleine. So, die machen, die schaffen wir schon mal weg. So, und jetzt können wir da alle ein bisschen ausweichen und machen und tun. So, weich aus, greif mich an. Dann weich ich aus. Schön. Na, das hätte ich mir besser eine Runde aufgespart, fällt mir gerade mal auf. Hm, ja, machen wir mal so. Dürfte ja eigentlich jeder überleben. Hätte ich gehofft, okay. Greif mal an und vergifte einen bitte. Boah, das ist ja mal nervig. Ja, das da könnte echt nervig eng werden. So, hier haben wir Wut und Dornen. 6er Angriff ist gut. So, keinen Konter mehr. Genau so war das ja immer gewesen. Die kontern dann nicht mehr. So, wenig Angriff. Wir brauchen eigentlich mal viel Angriff. Jo, ah, geht nicht. Ah, okay, überleben meine Figuren das? 1 und 6 haben sie. Ich gehe mal davon aus, oder? Sollten sie eigentlich überleben. Da könnte ich den, ja, aber viel zu spät erst spielen. Ne, komm, dann machen wir es so. Mal gucken, ob ich es schaffe. Keine Ahnung, ey. Was weiß ich. Machen wir vollen Druck hier auf den. Dass einer mal weg ist und dann denke ich mal, passt das schon irgendwie. Nein. Sehr schön. Hast du gut gemacht. So, klopp den mal weg weiter, bitte. So, war das richtig jetzt? Ja doch, das sieht doch ganz human aus. Hier Gift und Regenerieren. 6. Jo, doch, komm. Ach so, da gibt es auch noch einen Konter. Schlecht.
Ja gut, aber der kann nicht dauerhaft da alle angreifen. Also es dürfte jetzt so einen Zermürbungskampf geben. Hoffe ich doch mal. Oh weh, oh weh. Ah, da sehen wir die Heilung. Sehr schön. So, jetzt wird er ja den Konter eventuell fahren, oder? Dann kriegt er aber auch die Dornen ab. Genau. Ja, doch. Sehr schön. So, den Dornen. Genau, die Dornen-Moves. Wunderschön. War das taktisch 1A, muss man sagen. Ja, jetzt kommt nochmal den Boss, den wir immer noch nicht gemacht haben. Hier ist, glaube ich, nichts. Ne, das ist nur so im nächsten Kampf. Mehr Gesundheit wäre jetzt natürlich auch wieder geil, um vielleicht sich dem Boss gegenüberzustellen. Aber wir farmen weiterhin unsere Utensilien. Und jetzt kann ich hier einen Drache mitnehmen. Mach ich doch mal, oder? Ausweichen, generell starker Drache bin ich dabei. So, das Spiel speichert. Fortschritt ist gespeichert und so weiter. Hier gibt es neue Angebote. Ihr seht's. Also das ist auf jeden Fall besser geworden, auch wenn das gerade mit dem Stab da irgendwie schlecht war. Hier hätten wir nochmal so einen Ansporner. Wenn er stirbt, wird ein Schatten 5-5 beschworen. Schattenwaldläufer. Und Ansporn hat er halt drauf. 56 zum Ausrufen. Das ist halt auch irgendwie teuer, ey. Soll ich so ein Ding mal kaufen? Nö, komm, wir sparen. So, dann hier kriegen wir eine seltene Karte, wenn wir die Quest abschließen. Nee, will ich nicht. Kontert immer Naturelement. Oh, kostet richtig viel zum Ausspielen, ist natürlich aber geil. Kontert immer macht Gift und so weiter. Aber nein, hier Utensilien geben wir natürlich nicht ab. Dann müssen wir das hier finden. Wunderschön. So, und dann haben wir das hier. Nee, also die meisten Angebote hier finde ich meistens schlecht. Ich sammle einfach meine Karten und gut ist. Außer hier bei dem Typen kann man dann halt spezifisch und genau kaufen. Jo, ich möchte mal gehen. Ich gucke jetzt mal, ob das wieder passiert da mit dem Stab da. Wenn nicht, muss ich gucken, wie man das wegbekommt. Verfluchte Begegnung, bla. Und kommt jetzt wieder so eine Meldung mit dem Stab da. Nein, diesmal anscheinend nicht. Jo, gut, alles klar. Also es sieht das Spiel und hier ist, glaube ich, das Artefakt und so ein Kram. Aber wie gesagt, diese Welt hier werde ich eh neu starten. Das Spiel speichert jetzt sauber. Also wirkt für mich etwas flüssiger, auch hier von den Bewegungen und so. Kann sein, dass ich mich da täusche, dass ich da irgendwas so falsch in der Birne habe. Aber es wirkt alles so sauberer, sage ich mal. Achso, wenn du ein Wesen beschwörst, erleiden alle Wesen 2 Schaden. Oh, what? Also, wenn ich ein Nachtwesen beschwöre, leiden alle Wesen 2 Schaden, außer Nachtwesen selbst. Fluchumhang. Eigentlich geil, ne? Eigentlich müsste ich das noch hier durchspielen. Ich glaube, das mache ich noch. Das mache ich aber auf Kamera. Bring hier das Ganze jetzt zu Ende, weil das ist schon ein guter Umhang, den man sicherlich in ein paar Builds spielen kann. Ja, absolut nice. Ganz solides Update, würde ich sagen, auch wenn ich nicht weiß, was passiert ist. Wahrscheinlich Bugfixes. Ja, und wollte ich euch nur informieren. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn da noch mehr passiert ist. Ich weiß leider Gottes da zu wenig drüber oder werde es in einer nächsten Folge dann besprechen mit euch. Ich wünsche euch was, war auf jeden Fall wieder nice und dann stellen wir uns auch bald dem ersten Boss hier. Ich freue mich drauf, wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, haut rein, ciao.